Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Outlast 2. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben, haben eigentlich dieses Video angeschaut, was er aufnehmen wollte, und dann ist das Spielchen abgekackt. Darum werden wir uns dieses Mal anschauen. The lake smelled like chemicals and dead things. Ah, erinnert auch ein bisschen an Wrong Turn. Auch wieder mit der Fabrik, wo in den Fluss ein Haufen Chemikalien reingeschmissen worden sind und drum die so mutiert ausschauen. Die schauen auch relativ mutiert aus. Jetzt muss ich schon schauen, Augenblick bitte, ob ich den Gamma-Wert noch recht hoch habe. Ja. Der ist nämlich so niedrig einstellbar, dass er gerade auf hoch gerade genug ist, ohne dass man sich ein Spiel kaputt macht. Also das Spiel kann man sich gar nicht kaputt machen, indem man den Gamma-Wert auf Vollgas dreht. Was sind das eigentlich? Ach, das sind Köpfe. Hetzer. So, schauen wir mal da hinten lang. Oh, Steg gibt's auch noch. Da hinten schaut's aus wie die Mine, wo wir hin müssen. Aber vielleicht finden wir hier noch eine Batterie, das wäre nicht schlecht. Wie viel haben wir eigentlich? 5 Stück. Sehr schön. Okay, hier ist eigentlich alles zugesperrt, also da kommen wir überhaupt nicht weiter. Ja. Da ist auch nichts. So, vielleicht ist ja auf dem Steg was. Moment. Könnte ein bisschen dauern, das Ganze. Wenn man auch immer überall hängen bleibt. So. Man darf natürlich nicht ins Wasser fallen, würde ich mal sagen. Batterie! Na, habe ich mir doch gedacht. Sage und schreibe, 6 Batterien haben wir. So viel hatten wir noch nie. Aufnehmen kann ich hier nichts. Da hinten brennt ein Licht. Werden wir doch mal da vorbeischauen. Aber zuerst möchte ich noch auf den anderen Steg gucken. Weil dort könnte vielleicht... Ja, obwohl, da liegt nichts. Gut, gehen wir weiter. Da ist noch ein Steg. Vielleicht ein Verband, aber... Nein, eine Batterie. Kann ich jetzt 7 tragen? Nice, ich glaube, mehr als 8 geht nicht. Oder vielleicht 10. Allerdings ist es nicht mehr so wie in Outlast 1, dass man auch anhand der Schwierigkeit nur so und so viel mitnehmen darf an Batterien. Weil in Outlast 1 war ja schon mit Schwierigkeit schwierig auf 5 Batterien begrenzt. Hä? Aha! Wer hat eigentlich die Tür zugemacht? Also das geht gar nicht. Mir einfach die Tür zu machen. Wie viele Verbände haben wir? 2. Gut. Den dritten werden wir wahrscheinlich irgendwann finden. Da kann man sich nicht mal drunter verstecken, so voll ist das. So, hier ist noch eine Tür. Hätte ich vielleicht mir denken können, dass die aufgeht, wenn da Ishos Fenster aufgeht. Oh, muss der da seine Hand hin tun? Aber ist recht verlassen, das Ganze. Mal aufmachen. Kann nicht schaden. Hier unten ist nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt komme ich da nicht durch. Hier kann man wieder raus. Ja. Aber hier ist... Na, steh halt auf jetzt. Nichts.
Wir sind jetzt auf der anderen Seite und müssen da wahrscheinlich hoch. Das tun wir auch mal. Geschwind. Also irgendwie hat hier gerade ziemlich geschrien. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo ich lang muss, weil ich kann mich auch hier hinten lang. Habe ich gerade irgendwelche Schritte gehört. Bandage. Die nehmen wir gleich mal mit. Tommy auf 5. So. 3 meine ich. Hier muss man so vorsichtig sein, weil ich glaube nämlich, dass hier irgendeiner steht. What the fuck? Hä? Wie, what the fuck? Ich weiß jetzt nicht genau, was der damit gemeint hat. Das ist manchmal das Problem bei solchen Spielen. Ja, die Batterie wird jetzt leer. Runterfallen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Er speichert. Die Frage ist nur, was kommt jetzt? Vielleicht kann man hier irgendwas aufnehmen. Jetzt wäre ich fast zu weit gegangen. Da. Ein bewohnter Bereich, das könnte gefährlich werden. Wir wissen ja, dass die nicht sehr freundlich gesinnt sind. Jo, aber es bleibt nichts anderes übrig, als dorthin zu gehen. So, die Batterie ist jetzt bald leer. Nur wo komme ich weiter? Darunter werden wir garantiert sterben. Vielleicht ein Leap auf Pfeff machen. Da geht's runter. Kann das sein? Ah! Das hat Aua gemacht. Ah. Das hätte ich mir auch sparen können. Den Sprung soll ich wagen. Brauchen wir aber viel Anlauf. Geil. Hätte ich auch gekonnt. Ein Licht, also die würde ich gerne mitnehmen, die Fackel, tatsächlich. So ein Licht ist nie schlecht. Sehe ich wieder nichts mehr. Wo wir gerade vom Licht sprechen. Ah, der Schatten, der war jetzt nicht ohne von uns. Da geht's weiter in den Abgrund, besser nicht. Moment, von da kamen die her, also geht's da lang. Bisschen problematisch. Hä, wieso komme ich da jetzt nicht durch? Ach so. Ja, kriechen. Da hinten ist einer schon unterwegs. Und es schreit wieder einer. Das mag mir gar nicht gefallen. Reifen. Wer braucht denn hier bitte schon Reifen? Hm. Was soll ich denn hier machen? Auf jeden Fall ganz schön kommod hier. Ein Zettel. Hoffentlich ist hier keiner. Andererseits, man möchte auch den Zettel lesen. Ja, damit. Übrigens, was ich auch rausgefunden habe, wir werden mal hier schnell anschauen. Und man kann hier den Text auch anzeigen lassen. Wo ich immer das Problem hatte, dass man es teilweise schlecht lesen konnte. Mark, Aaron, wenn ihr dies findet, kehrt sofort zurück zu Temple Gate und sagt Papa Knott, dass hier Schrecken und Qualen sind, die meinen Glauben an Gott prüften. Männer allein können sich denen nicht stellen. Der Feind wartet dort in der Dunkelheit. Gott rette meine Seele und deine. Haben wir schon wieder was verpasst.
wie es ausschaut. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Vielleicht eine Batterie oder so, weil sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Batterie? Hallo? Keine Batterie. Jetzt bin ich umsonst hin, oder? Okay, das ist auch selten, dass man wirklich mal so eine kleine Jump-and-Run-Einlage machen muss für nichts. Oh. Das hat garantiert Aua gemacht. Hä? Was war das jetzt? Was war denn das? Irgendwer hat hier Scheiben eingeschlagen. Aber ich weiß nicht ganz wofür und warum. Raft. That could get me across. Hä? Das hätte aber vorher sagen können. What? Und was soll jetzt hier sein? Großartiges? Help. Help wasn't coming. Wie help? Steht es irgendwo? Ach jetzt, das ist geschrieben mit Baumstämmen. Ich würde jetzt hier gerne noch eine Batterie finden, weil wir haben jetzt schon wieder einen sauberen Verlust gemacht an Batterien. Das hasse ich einfach wie die Pest, wenn man da immer wieder Batterien verliert. Einfach nur, weil man alles erkunden möchte. Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen. Aua. Da, ein Floß, das müssen wir wahrscheinlich nehmen. Und wie ich das Spiel kenne, werden wir ins Wasser fallen. Benutzen. Nutze A und D, um das Floß zu steuern. Okay, wo muss ich eigentlich hin? Das ist so eine Frage. Okay, hinter uns ist keiner. Wäre auch sehr lächerlich. Hä? Du sollst hier rechts lang. Hä? Was soll denn der Scheiß jetzt? Was soll denn der Nebel? Äußerst dubios, das Ganze. Jetzt sehe ich nämlich gar nichts mehr. Also nur noch Nebel eigentlich. Was? Schon wieder die Tentakeln? Und ein Licht. Am Ende des Tunnels. Halt drauf. Nein! Komm schon, hoffentlich reicht es noch. Ich wollte mir gerade das Ding anschauen. Lauter Leichen. Nein, ich will nicht, ich will keine Hilfe. Hm.
so erstmal wieder sicher. So. Kann ich mir jetzt endlich das Ding anschauen? I wasn't surprised they were dead. Ich war überrascht, dass du das lived in all that poison. Das Problem ist natürlich, ja, da wir ja auch in dem Ding jetzt drin waren, sind wir wahrscheinlich auch eventuell nicht mehr ganz so rein. Etwas kontaminiert. Man möchte es nicht wissen. Okay, Schiff drücken bringt nichts. Und da ist das Ufer. Sehr schön. Hinter uns ist nichts. Ein bisschen steinig, das Ufer. So, erstmal zum Kentern bringen das Floß, oder? Klirre. Oh. Das wollte ich nicht. Ich will da ans Ufer. Komm ich nicht dran. Scheiße. Jetzt hack und zack. Das ist nicht Autoscooter. Kurve. Anscheinend können wir nicht an Land gehen. Dann müssen wir halt bis zum Ende fahren. Wird aber recht schnell hier das Ganze. Eieieiei. Oh, da ist einer. Shit! Fuck! Come on! Come on, jetzt. Shit! Mhm, eine wilde Flussfahrt, das wird lustig. Those are the ones. They took Lynn. Come close. Ja, wir sind nah dran. I'm almost there, Lynn. Cultmans are dead. Those good Christians. Ja, gut, das ist God said she had to die. The heretics, they want her to have the baby. Um es dann zu töten. By God. So, what they do when there's no baby? I have to. Jesus. Lynn. I'm coming. Ist eh so eine Frage, wieso sollte sie schwanger sein? Beziehungsweise so ganz plötzlich, ne? Da kann ich nichts aufnehmen, schade. Doch, kann ich aufnehmen. Immer schön draufhalten. Leichenteile. Body so thick I could have walked across the water on their backs. It's almost funny. That's how you walk on water. Ach was. Sorry, dass ich über Leichen gehen muss, aber ich muss hier weiter. Schön und recht gute Flussfahrt, aber es wird ein bisschen langweilig jetzt, ja? Ich möchte wieder laufen. Speichert schon wieder. Da lang. Da wieder Fackeln. Aber die kann ich nicht aufnehmen. Wir fahren lieber rechts rum. Links scheint mir nicht geheuer. Hinter uns ist doch was, oder? Da lang! Sollen das? Ja, es geht halt mal nach rechts, links. So, jetzt.
Oh. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ich konnte mich nicht ausweichen. Shit! Shit, the raft! At least they'll be there. Ich glaube, sich gar nicht verstecken. Batterie, oder? Nee, Zettel. Sehr schön. Was soll das? Wer atmet da so? Wir gehen mal hier unten hinein. That raft can't have gone far. Textzeit. Kapitel 3. Zu dieser Zeit war es Jahr 34. Salvin Knott, der Ezekiel, war Jahr 479 Zions, Jahr 1971 des Herrn, der 11. Monat am Tag, am Morgen des 26. Tages. Hä? Na gut. Ich war ein Gefangener der Zinsen, ein Schuster im Land von Albuquerque, dem Berg des Aprikosenbaums, der den Namen Albuquerque trägt. Aha. Drittens. Und durch falsche Schulden unterdrückten mich die Pharisäer Sions. Viertens. Im Land eines emporkömmlichen Königs namens Lynch, welcher Kriege sah und nicht kämpfte, welcher in Stein schlug, die Korruption seines Vorgängers und Sion verdammte zur Krankheit selbst in den Tod. Fünftens. Und das Wort des Herrn kam zu mir ungeladen, gewandt in Lügen, doch strahlend vor Wahrheit, eine elektrische Stimme gesandt einem Sünder. Sechstens. Und sie sprach die Worte der Klagelieder. Siebtens. Sie sprach um des Berges Zions Willen, dass er so wüst liegt. So sprach der Herr, der du ewiglich bleibst und dein Thron für und für. Das ist ja noch schlimmer als die Bibel selber. Also die Bibel kann man wenigstens verstehen, aber das ist ja echt furchtbar geschrieben. Neuntens. Sie sprach, warum willst du unser sogar vergessen und uns lebenslang sogar verlassen? Sie sprach, bring uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder heimkommen. Elftens. Sie sprach, denn du hast uns verworfen und bist allzu sehr über uns erzürnt. Zwölftens. Und ich wusste, er sprach vom Fuchs auf dem Berg, welcher Mai Dotlischi und Mai Ilzoi von den geschlagenen Navajo genannt wird. Der Fuchs auf dem Berg war der Prinz des Chaos und der Lügen Wahrheit spricht. Und ich ließ die Stimme verstummen und sah das Unsichtbare, ein großes Feuer, das sich strahlte, wie die aufgehende Sonne und inmitten des Lichts war. Eine Farbe, die nicht hingehörte. Vierzehntens. Und meine erzürnten Augen wurden zurück in die Abgründe der Dunkelheit gestürzt, fern des Wissens, welches ein Mann nicht ertragen könne, und des Rauschens Gottes Zorn kam über mich. Fünftens. Und meine Ohren bluteten, so verkündete der Herr, dass wir diesen Bund nicht brechen sollen. 16. Er, der Wort, wo man kein sprechen kann, zeigt Geduld bis zum Ende, und der Feind, der euch geboren wurde, sei deine Last, ja, Vergeltung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wo jetzt der ist. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Platz eigentlich, um einen Cut zu machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.